Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ja, jetzt begeben wir uns wieder da hoch oder erstmals da hoch in diesem Teil und schauen, was da für Wesen auf uns warten und Echsenmenschen, vielleicht auch Drachensnapper und ein Heilwurt, immerhin. So, und Heilkraut soll uns schon mal vorbereiten, glaube ich. Auf das, was da auf uns wartet. Da haben wir schon den ersten Echsenmenschen. Zum Glück hatte ich vorhin gespeichert. Sollte ich jetzt drauf gehen, aber ich habe festgestellt, die sind auch nicht allzu stark. Wieso sieht er mich nicht? Habibi, komm mal her. So. Jo. Laden. Da müssen wir jetzt laden. Okay. War doch nicht so schlau von mir. Jetzt ist es viel zu... Ja, der Weg ist jetzt zu weit, wo ich gespeichert hatte. Gut. Muss ich es nochmal versuchen. Und diesmal vielleicht ein bisschen näher dran speichern. Die sind zwar da, was Schwertkampf angeht, aber wach, was Rüstung angeht. Das ist immerhin auffällig. So, da war noch ein Kraut. So, ich speichere jetzt hier. So. Okay, gegen drei gleichzeitig wird schwierig. Ich muss eine andere Strategie angehen. Ich lock die mal an. Und versuche nur einen nach dem anderen zu kriegen. Nur einen. Ich versuch mal so. Ich lade nochmal neu, das sind verlorene Punkte. So. Ah, okay. Ey! Da ist nichts zu. So, Echsenschwert nehmen wir mit. Ich speichere noch einmal, weil ersten haben wir jetzt. War das nochmal mit den Feuergolems?
Da ist nichts zu holen. Wo ist sein zweites Schwert? So, nochmal speichern. Feuerwolems. Okay, und Feuerwarane. Da sind noch mehr Echsenmenschen. So, ich gönne mir jetzt einige Heiltränke. Weil hier werde ich mir jetzt nicht die Mühe machen, extra zu Kavalon runterzugehen. Also Kavalons Hütte. So, und nochmal speichern. Wolfsfell. Silberschale. Wolfsfell, Lederbeutel, Wolfsfell, Runen, Macht, Schwert, was? Noch ein Wolfsfell. Ja. Ach komm. Komm her. So, jetzt kommt der nächste. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Nochmal speichern. Und gucken wir mal, dass wir den da auch noch erledigt kriegen. So, da sind schon mal wieder drei Ex-Menschen. Warte, ich wollte nicht speichern, ich wollte erstmal wieder Leben aufladen. Gönnen wir uns nochmal ein paar Tränke. So, das wird reichen. Jetzt speichern und darüber, da hoch. Das sind schon ein paar mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehe ich. Und ein Feuerwolem. Ja, das wird. Autsch. Nein! Nein! Jetzt stecke ich fest. Ja. Das war jetzt sehr schön. Versuche ich mal einen anderen Weg. Und wo aus ich vielleicht nur einen anlocken kann? Nein, mit einem wird's nix. Die sind aber auch schnell unterwegs. Komisch, wie die laufen. So, das geht in Ordnung, finde ich. So, bevor ich jetzt speichere, ich achte mal drauf, ob von denen irgendwer jetzt runtergefallen ist in den Tod und das verlorene Punkte sind.
hoffe, es ist jetzt keiner hier in den Tod gefallen oder so. Ne, hier, okay, hier kann keiner in den Tod fallen. Weicher hier vielleicht vorsichtshalber auf die 2. Okay. Die 4 sind auch alle hier geblieben. So, das heißt, ich kann hier jetzt ganz normal auf der 1 speichern. Wenn die alle noch hier sind. So. Kriege ich die auch wieder getrennt? Ich hoffe, ich kriege die wieder getrennt. Nein. Ja. Alle geschafft. Ach, hier sind die alle hingerutscht. Die ganzen Waffen. Okay, jetzt habe ich doch alle geschafft hier. Ich hoffe, die despawnen hier jetzt zumindest, damit ich auch endlich an die Schwerter komme, die da rumliegen sollen. So, und hier dürfte jetzt dann nur noch der Feuergolem sein. Ja. Speichere einmal. Ich gucke, ob da vielleicht nicht noch ein Gegner ist. Ne, ist nur der Feuergolem. Autsch. Ja, der hat mich niedergemäht. So, okay, das heißt dann Tränke verbrauchen. Wir haben auch wieder so viele Waffen, die wir verkaufen können. So, nochmal speichern. Mit vollem Leben, dann können wir den umnieten. Autsch. Wieso kann ich den nicht umnieten? Den anderen ging da wieder vor. Wieso kann ich ihn nicht umnieten? Okay, geht doch. Ja, komm, 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 komm. Ja! Nichts zu holen. Den haben wir geschafft. Hier sieht es aus, als gäbe es hier noch was. Ein Ring, magischen. So, was ist denn das für ein Ring gewesen? Wir hatten aber auch in der letzten Folge von Xardas ein Dings. Erkennungszeichen des Rings. Feuerring, Schutz vor Feuer 5, Ring der Erzhaut, Eisenhaut, Eisenhaut, Magie, Lebenskraft, Geschicklichkeit, Gewandtheit, Ring der Krieger, Ring der Priester, Ring der Heiler. Okay, und was haben wir für eine Rune? Angstkreis, 3. Mana-Kosten, 50, Dauer, 5 Sekunden. Feuerpfeil, Mittelwohnheim, Heiliges Licht, Teleport zum Großbauen, Kloster, Burg, Dämonenturm, da haben wir's. Okay, Pascorines, Pass im Minental, Hafenstadt. Taverne Xardas. So, erstmal Gesundheit wieder voll machen. So. Komm, wir gönnen uns mal die ganzen Dunkelpilze und Buddlerfleisch.
Das wird aber auch ewig dauern, bis wir wieder voll sind mit den Kräutern und Lebensmitteln. Deswegen können wir die ein... Mana plus 5, nice. Wurde auch mal wieder Zeit. So, ich hoffe, Buddlerfleisch macht dasselbe. Das sind aber auch echt viel. Einfach mal, so ein Pilz ist einfach mal größer als ein ganzer Kopf. Wie viel Platz er im Magen haben muss, um so viel Pilze zu essen. Dabei geht er noch nicht mal kacken. So, jetzt speichern. Und nach oben gehen. So, ich bin gespannt, wie viele Echsenmenschen jetzt oben warten und was für ein Drache. Ich hoffe, da ist ein Drache. Also, dann wissen wir zumindest drei von, keine Ahnung, wie vielen Drachen. Ich habe die Befürchtung, der wird uns gleich runterkicken. So, das laden wir noch mal. Gegen den Golem, So. So, okay. Und weg ist die Waffe. Die werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. So. Du, komm her. Okay, die konnte ich noch einsammeln. Heilkraut. So, das heißt, das können wir speichern. Und mal gucken, wie wir gegen den Golem ankommen. Der wird uns definitiv runterkicken. Ja. Ja. Ja, das war zu erwarten. Was ein Flug, ey. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie als Thumbnail kriege. Den Flug. Ja. Nicht nice. Okay. Das haben wir geschafft. Da ist schon der nächste Echsenmensch. So, komm her. Achso, das sind drei. Wie oft ich hier, was die Echsenmenschen angeht, drauf gehe. Kann ich den so anlocken? Nope, das wird so nichts. So. So, aber das hat geklappt, wenigstens. Und dann müsste dann jetzt noch einer auf uns warten irgendwo. Nochmal speichern.
Speichern, sehr, sehr wichtig. Hier ist aber auch alles verkohlt. Da sind noch mehr. Okay, hier ist die Musik ein bisschen düsterer. Machen wir noch mal ein paar Heiltränke. So, und noch mal zwei davon. So, und jetzt speichern. So. Nochmal speichern. Ich gehe mal weiter. Jetzt bin ich sehr neugierig, was da auf uns zukommt. Noch ein Drache. Gibt es da noch mehr Echsenmenschen bei ihm drumherum? Ne, hier sind keine weiteren. Aber okay, wir haben noch einen Drachen gefunden. Ah, okay, den können wir kaputt hauen. Aua. Den können wir kaputt hauen. Autsch. Okay, also es kommt immer auf den Drachen an. Den ersten können wir vernichten, kaputt hauen. Dafür lade ich erstmal lieber mein Leben auf. So, und speichern noch einmal mit vollem Leben. Versuche ich den jetzt mal. Das ist ein Feuerdrache. Autsch. Ah, okay. Der. Theomata. Okay, irgendwie. Ich habe eine falsche Strategie. Beziehungsweise, ich glaube, wir sind noch nicht stark genug. Wir müssen mehr Schaden machen. Und einen besseren Schutz haben. Aber dem konnten wir Schaden machen. Also wir konnten dem Schaden machen, nur nicht genug, würde ich mal behaupten. Aber wenigstens der Weg hier hoch zu ihm ist frei. Also zwei Drachen haben wir den Weg frei gemacht. Wir kennen jetzt drei Drachen. Feuerdrachen, Eisdrachen, Sumpfdrachen. Irgendwie. Ja, irgendwie. Kann es sein, dass es vielleicht auch nur die drei Drachen gibt? Weil es gibt ja auch drei Lager damals. Oh. So, den nehmen wir mit. Also drei Lager gab es damals. Hier das. Alte Lager, was mit Feuermagiern war, das neue Lager mit den Wassermagiern und das Sumpflager halt mit den Mönchen, sage ich jetzt mal, oder Priestern mit den Baals. Mit den Baals war das. Und so, wenn wir aber den Weg jetzt mal entlang gehen, in Richtung neues Lager, dann können wir auch anfangen, da mal ein bisschen frei zu räumen. Dürfte jetzt auch nicht mehr allzu viele Leute geben da. So, ich sehe da ein Kraut, das wir vergessen hatten.
So, gibt's hier noch irgendwo was? Irgendwen? Warte mal, wir können noch dir eine Quest da machen für Dings. Die Orks und so weiter sind hier alle hinüber. Hey. Wie läuft der Erzabbau? Wie läuft der Erzabbau? Das siehst du doch selber. Miserabel. Was? Was macht er? Ja, Billgott. Versprechen einlösen. Es ist Zeit, Billgott. Pack deine Sachen, wir ziehen ab. Bin schon fertig. Okay, komm. Wir schaffen das. Alles ist frei. Wo soll ich ihn genau hinbringen? Da liegt was, oder? Ne, liegt nichts. Okay. So, der will ja zum Pass. Bringen wir ihn mal dahin. Muss er sich zumindest keine Sorgen machen. Hier ist eh alles frei. Hier ist niemand mehr, der ihm wehtun kann. Hier ist auch nichts. So, er ist immer noch hinter uns. Ah, ich finde das jetzt entspannt, dass ich mit ihm jetzt hier durchgehen kann, durch das Minental. Und mir keine Sorgen machen muss, dass er jetzt irgendwie kaputt gehauen wird. Er ist nur halt sehr langsam. Was mir jetzt so gerade auffällt. Die haben ja auch alle schon kaputt gemacht, glaube ich, oder? Hier dürfte nichts mehr sein. Weidenbeere. Und Unkraut. Perfekt. Nice. Kann man mit dem Unkraut eigentlich irgendwas machen? Gab's da was? So, dann sind wir jetzt gleich da. Er wollte doch eigentlich hier zum Pass raus, oder? Er wollte doch nach Hause, glaube ich. Nach Kurines. So, wenigstens kommt er jetzt nicht weg. Also wenigstens, so, das war doch der Ausgang. So, da sind wir. Jetzt mach, dass du wegkommst. Die Gegend ist heiß. Ich danke dir. Lass dich nicht fressen. Wär schade drum. Leb wohl. Nice. So, chillt er jetzt hier? Der chillt jetzt hier. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen, ich komm schon klar, mach dir keine Sorgen. Wie du willst. Nur eine kleine Pause. Der wird gefressen. Ich sehe schon, wenn ich das nächste Mal hier vorbeikomme, wahrscheinlich im nächsten Kapitel oder sowas, ist hier ein Drachensnapper oder so und der sich an ihn vergönnt.
So, okay, das heißt dann aber jetzt für uns. Warte mal, was? Die Quest ist auch erfüllt, ne? Bospas Bogen, das Auge Innos, die Teleportsteine, Diegos Gold. Ich würde sagen, ich habe wieder Bock, nach Korinnes zurückzukehren. Würde ich einmal in Korinnes dann mit Gorn und mit Diego einmal quatschen und denen jeweils ihr Gold wiedergeben. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.